Okay, geh mit mir zum Amos, nicht Amore. Das ist erst ab 8. Juni. Unsere Ordner haben auch Bibeln dabei. Falls Sie keine hier haben, ihr Lieben. Wir gehen zu Amos. Amos the famous. Amos 5 und dann gehen wir zum Psalm 105. Und ich möchte heute das Thema Praise Life, das ist unser achter Teil, abschließen, weil wir dann ja eben mit Ehe und Liebe, Liebe und Ehe, Ehebereicherungstage beginnen im Juni. Und darum möchte ich lesen hier Amos 5, Vers 4 und Vers 6. Denn so spricht der Herr zum Haus Israel: Sucht mich, so werdet ihr leben. Und im Vers 6: Sucht den Herrn, so werdet ihr leben. Und im Vers 14: Sucht das Gute und nicht das Böse, damit ihr lebt. Lebt. Sucht mich, so werdet ihr leben. Halleluja. Hat das mit Praise Life zu tun? Gehört das zum Praise Life? Die Frage, die wir uns stellen, ist, warum sollen wir ihn preisen? Das ist die letzte Frage, die wir uns stellen in dieser Serie Praise Life. Warum? Wir haben gesehen, wo sollen wir ihn preisen? Wann sollen wir ihn preisen? Aber wir stellen uns die Frage, warum? Warum sollen wir ihn preisen? Nun, wir wissen, der Herr ist würdig. Das allein genügt, um das Warum zu beantworten. Gott ist würdig, gepriesen zu werden. Und wir sehen hier aber einen weiteren Aspekt. Sucht mich, so werdet ihr leben. Leben. Wann werden wir leben? Dann, wenn wir ihn suchen. Und Praise Life, wir haben es vor zwei Wochen gesehen, Praise Life, preisen bedeutet prahlen. Das ist, was es nebst feiern und rühmen bedeutet. Preisen bedeutet prahlen. Preiser sind Angeber. Stimmt? Nicht über sich selbst. Hier hast du die Lösung. Denn etwas angeben sitzt in jedem von uns. Etwas angeben ist in jedem von uns ein wenig vorhanden. Aber der Preiser, der Rühmer des Herrn, gibt nicht über sich selbst an, sondern er prahlt über jemand anderen. Amen. Und dieses Prahlen ist das Prahlen über ihn. Und wir haben das vor zwei Wochen angeschaut. Ich meine, die Psalmen sind voll vom Prahlen. Ich meine, der Psalmist nimmt wirklich ziemlich den Mund voll. Wir haben es gesehen in all den Psalmen, die wir gelesen haben. Teil 7, Preise sind Prahler. Der Psalmist nimmt den Mund gehörig voll. Ich meine, er beginnt Gott zu rühmen. Oh, gelobt seist du, Herr. Groß bist du, Herr. Mächtig sind deine Taten. Er nimmt den Mund voll. Stell dir vor, jemand würde das machen. Oh, groß bist du, Andreas. Mächtig bist du, Andreas. Und wunderbar bist du, Andreas. Wir hätten alle ein großes Problem mit dem. Stimmt's?
Oder, oh, gross bist du, Susi. Gross bist du, Susan. Gross bist du. Nein, wir hätten alle ein Problem mit dem. Und es würde das Ziel verfehlen. Aber es liegt nichts Falsches daran, ihn so zu benennen und den Mund für ihn so voll zu nehmen. Was auch weitaus besser ist und mehr Erfüllung bringt, als irgendeinen Mensch zu preisen. Den Mund für ihn voll zu nehmen. Hast du eine große Klappe? Hey, ich bin ernst heute Morgen. Ich meine es ernst. Hast du eine große Klappe? Ja. Die Leute wissen nicht genau, was sie jetzt sagen sollen. Hast du eine geistlich große Klappe? Das war noch zu schwach und zu wenig. Wollen wir das so tun, wie es uns die Psalmen zeigen? Ja, es gibt die stille Zeit. Es gibt die Zeit, wo wir stille sind vor dem Herrn, wo wir nicht hetzen und nicht drängen und nicht pushen, sondern ruhig eine Stunde vor ihm warten und seine feine, schöne Stimme in unserem Innern hören. Es gibt die Zeiten, wo man ruhig ist vor dem Herrn. Aber weißt du, das ist es ja, das Wunderbare in den Psalmen. Es gibt die entweder die ganz stillen Zeiten, oder dann gibt es die, wo du den Mund voll nimmst. Mund voll hast, die ganz lauten Zeiten, die Neutralität zwischendrin sehen wir nicht. Im geistlichen Bereich kannst du nicht neutral sein. Das funktioniert für unsere Regierung, für unser Land, im Natürlichen, aber nicht im geistlichen Bereich. Du musst Stellung beziehen, du musst Seite beziehen, gut oder böse. Der Herr oder nicht der Herr. Stellung beziehen. Da gibt es keine Neutralität mehr. Und so ist es mit den Preisen. Diese Mischform, diese Zwischenform, wie wir sie so oftmals kreiert haben in unseren Regionen, diese Zwischenform des nicht zu wenig, aber ja nicht zu viel, diese Zwischenform finden wir nicht in der Bibel. Das gerade richtig und korrekt, politisch richtig und korrekt sein. Davids Meinung von politisch korrekt ist, er stellte sich vor Abimelech wahnsinnig. Hallo? Das war David, der David. Das war unkorrekt. Aber aus dem ist Psalm 34 entstanden. Amen. Aus dem ist Psalm 34 entstanden. Du weißt, ich bin kein Prediger, der es allen recht machen will. Ich will es einem recht machen. Das reicht mir. Amen. Einem einzigen. Da habe ich einen Fulltime-Job. Es ihm recht zu machen. Stell dir vor, wir wollen es noch allen 120 recht machen oder 100. Ha? Stell dir vor, Nein, ihm sollen wir es recht machen. Also was predigen wir? Diese Vermischtheit, diese Neutralität. Nein, was predigen wir? Entweder so oder so. Das bedeutet entweder schwarz oder weiß, gut oder böse. Und ich habe mich entschieden, das Gute zu predigen. Denn eine gute Botschaft erquickt das Gebein. Das war der Vers von Sprüche 15, Vers 30, wo der Herr mir zeigte, nach mehreren Jahren, wo er mit mir Bilanz zog, wie viel ich predige. Der sagte, 80% ist gut, 10% ist Unglauben, 10% ist Tradition. Die Tradition wurde ich schnell los. Am Unglauben habe ich nachher gearbeitet. Aber dann ist diese Stelle da, eine gute Botschaft erquickt das Gebein. Amen. Eine gute Botschaft. Das ist das, was wir wollen im Praise Life. Denn er sagt, wenn ihr mich suchet, so werdet ihr leben. Was ist Erquickung? Ich bin erquickt, quickt, quickt. Das ist Leben. Life. Das Leben Gottes in uns. Am Manifestieren und in uns am Wirken.
Darum fühle ich mich immer so toll am Sonntagnachmittag. Weil ich predige und ich höre mich selber. Amen. Und das erquickt mich. Warum? Weil ich höre, was ich predige. Und das produziert Leben in mir. Sucht mich und ihr werdet leben. Wir können ihn finden, wenn wir stille sind. Wir können Leben empfangen, wenn wir stille sind vor dem Herrn. Aber wir können auch Leben empfangen mit Praise Life. Und da gibt es nichts mehr Stilles am Praise Life. Erhebet mit mir den Herrn und lasst uns zusammen seinen Namen anrufen. 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 Und David meinte nicht per Telefon. Früher war rufen. Früher war das rufen. Nicht per Telefon. Nein, entweder stille Zeit oder dann haben wir wirklich Preiszeit. Preiszeit. Wir sind genug neutral sonst. Genug. Unter der Woche. Genug neutral und korrekt und adrett und alles ist kantonsmäßig korrekt. Das ist okay, kein Problem damit. Aber wir dürfen uns ein wenig verlieren. Wenn wir zusammenkommen und ihn suchen und dadurch leben. Wenn wir schon beim Verlieren sind, erinnert mich das an eine Stelle. Wo ist sie? Praise the Lord. Oh, ja, hier ist sie. Sollte hier sein. Jemand hat eine Luther-Übersetzung? Thompson? Ja. Gib mir sie schnell. Vielen Dank. Ja, genau. Nimm den Ehekurs mit. Gut. Danke vielmals. Alright. Wenn wir schon dabei sind. Ja, die Stelle ist gut. Die Stelle ist gut. Geh mit mir zum, wo ist es? 2. Korinther. 2. Korinther. Ja, hier ist sie. Danke. Ich wuchs auf mit Luther-Übersetzung und so kann ich immer noch sagen, anhand von meinem fotografischen Gedächtnis, wo die Stelle steht. Nicht anhand von den Zahlen und Nummern und Kapiteln, sondern anhand vom fotografischen Gedächtnis. Hier ist es. Das ist sogar angestrichen. Habe ich auch. 2. Korinther, 5. Kapitel. Lass uns den Gedanken nicht verlieren. Wir sind genug korrekt und adrett unter der Woche. Wir dürfen ein wenig außer Rand und Band sein, wenn wir zusammenkommen. Weil es gibt schließlich etwas zu feiern. Amen. Wir dürfen die Hände hochheben. Wir dürfen die Füße hochheben. Wir dürfen ein wenig hüpfen und tanzen. Amen. Denn wenn der Herr die Gefangenen Zions erlöst, wird unser Mund voll sein. Nehmen wir den Mund voll? Willst du den Mund etwas mehr voll nehmen als bisher? Hast du eine große Klappe? Oh ja, in dem Bereich sollten wir alle den Mund etwas mehr vollnehmen und die Klappe sollte wachsen. Aber unter der Woche wieder korrekt. Unter der Woche wieder korrekt. Aber wenn du zu Hause bist, nach einem langen Arbeitstag, dich schnell 10 Minuten einschließt in dein Kämmerlein, dann nimm den Mund wieder voll. Oder schnell unter dem Tag schnell auf die Toilette gehen, schauen, dass niemand dort ist und dann hab eine große Klappe. Oder im Auto, während du im Auto bist. Im Bus und Tram wird es schwieriger, aber im Bus und Tram ist stille Zeit. Aber im Auto füll deine Klappe. Nimm den Mund voll. Was heißt das? Was ist das Psalm 126? Wenn er die Erlösten Zions aus der Gefangenschaft führen wird, dann wird unser Mund voll. Voll.
voll sein, voll Jubel, voll Lachen. Wir haben eine große Klappe. Sie wird voll sein, der Mund. Oh, Glory. Sagst du, oh, aber Pastor Erich, ist das wirklich biblisch? Psalm 126. Aber wir sind bei 2. Korinther 5. Unser Mund wird voll sein. Ich mag volle Mäuler. Solltest du mal meine Kinder sehen, wenn sie volle Mäuler haben. Das ist ein Abbild und Schatten von später. Wenn sie geistlich voll sind. Bei David lief es auch über den Bart, als er sich wahnsinnig stellte. 2. Korinther 5, Vers 13. Denn wenn wir außer uns waren, so war es für Gott. Sind wir aber besonnen, so sind wir das für euch. Wenn wir außer uns waren, gibt es Zeiten, wo wir außer uns sein können. Gibt es Zeiten, außer Rand und Band zu sein, wo es angesagt ist, zu hupen und zu pupen, weil ein Fest stattfindet. Das Fest heißt Praise Life. Praise Life. Fest. Wir sind genug besonnen. Wir sind genug korrekt. Aber für den Herrn darf man ein wenig außer sich sein. Darum schäme ich mich nicht, so zu predigen, wie ich predige. Es gibt Leute, die haben Mühe mit dieser Art. Nun, der Herr begeistert mich so, ich bin halt außer mir. Aber wenn du mich anrufst, dann bin ich korrekt. Dann bin ich besonnen. Aber das Wort, das in mir am Wühlen und am Wirken ist, gibt Leben. Und darum kann man den Psalm gar nicht so lesen. Suchet mich, so werdet ihr leben. Suchet das Gute, nicht das Böse, so werdet ihr leben. Unmöglich. Unmöglich. Sondern wenn es in dir lebt und das Leben in dir wirkt, oh Halleluja, kein Problem, außer sich zu sein. Amen. In Florida tanzen und hüpfen und springen sie 10.000 miteinander. Halleluja. Und du sollst erst mal den Prediger sehen. Am ganzen Körper tätowiert. Ohrring, Nasenring, Mundring. Ja, weil er früher war er, hat er ein sehr unchristliches Leben. Und aber als er vor einigen Jahren zum Herrn fand, hat ihn der Herr errettet. Ich meine, jemand, der tätowiert ist, weiß, wie man feiert. Der hat genügend Partys hinter sich, aber jetzt feiern sie für Gott. Amen. Wo liegt das Problem? Nirgends. Das Problem liegt im korrekt sein zu wollen. Und sich nicht lächerlich machen zu wollen. Aber ich sage dir, spätestens wenn wir vor dem Herrn sind und am Mahl des Herrn teilnehmen, spätestens dann werden noch viele auf die Welt kommen, was sie verpasst haben in ihrem Leben. Denn Jesus mag es zu feiern. Jesus ging an viele Partys, selbst als er lebte. Er war immer bei den Zöllnern und Fressern und Pharisäern, eingeladen zu dieser Party. Da wurde Wein aufgetischt, da wurde Essen aufgetischt. Jesus mochte es, bei den Leuten zu sein und ihre Einladungen anzunehmen. Jesus mochte es. Und Jesus war an die Namta. Er sagte nicht, oh nein, das ist zu unheilig, diese Party. Das ist unheilig. Nein, Jesus war da. Jesus war da und er hatte die Führung der Party. Amen. Weil sie fragten ihn immer wieder über Dinge aus, als er zu Gast war. Es ist nichts Falsches daran, außer sich zu sein für den Herrn, solange es nicht im Fleisch ist, sondern im Geist.
ist nichts Falsches daran. Aber wir in unseren Breitengraden können etwas mehr Auflockerung vertragen. Selbst etwas mehr fleischliche Auflockerung können wir vertragen. Stimmt? In unseren Breitengraden. Und darum sind wir außer uns für Gott. Aber wir sind besonnen, wenn es um euch geht. Und darum schaut man nicht auf sich selbst, wenn die Kraft und die Salbung da ist, um außer sich sein zu können. Darum schaut man nicht auf, was sagt der Nachbar oder was sagt er vor oder hinter mir. Nein, in dem Moment ist es für ihn. Für ihn. Halleluja. Und darum werden wir leben, wenn wir ihn suchen. Gehen wir mit mir zum Psalm 115. Nein, 105, entschuldige. Psalm 105. Was sagt uns die Bibel? Sucht mich, so werdet ihr leben. Leben. Ihr werdet leben. Weißt du, was das bedeutet? Tod verlässt uns. Sterben verlässt unseren Körper, wenn wir ihn suchen und leben. Das bedeutet nicht, dass wir unsterblich sind, aber was so oftmals in unserem Körper durch Sünde am Tod wirkt, verlässt diesen Körper, denn das Leben Gottes entwickelt sich in diesem Körper und das Leben Gottes regiert diesen Körper. Darum heißt es dort im Römer 1, weil wir ihn nicht gepriesen haben als Gott, weil wir ihm nicht gedankt haben als Gott, so hat er sie ihrem nichtigen Wahn und ihrer Verhärtung des Herzens hingegeben, ihrer Verfinsterung des Herzens. Wir müssen nicht alt und dement werden und alt und zerfallen werden an geistlicher Kraft, wie auch an körperlicher Kraft, sondern wir können alt und vital sein. Amen. Vital und nicht den Verstand verlierend, sondern bis zum letzten Atemzug einen scharfen Verstand, einen wachen Geist haben und nicht irgendwo im Lalaland irgendwo verloren gegangen sein. Zu viele Menschen mussten das erfahren und es schmerzt mich jedes Mal, wenn du diese Menschen betrachtest. Was du wirklich siehst, ist, dass ihr innerer Zerfall zugleich ein Zerfall von Seele und Geist auch ist. Sie verlassen die Welt über Jahre hinweg. Denn diese Welt ist in erster Linie geistlich. Das Geistliche ist realer als das Natürliche. Und darum gibt es so viele Krankheiten auch in dieser heutigen Zeit, vor allem bei älteren Leuten. Aber Praise Life erquickt den Verstand. Praise Life erquickt meinen Geist und meine Seele. Praise Life löst hier oben etwas aus. Chemische Prozesse und Explosionen, die dir helfen. Amen. Praise Life lässt dich scharf bei Verstand und schneller Auffassungsgabe bleiben, weil es heißt, suchet mich und ihr werdet leben. Leben. Oh, Gott möchte, dass wir unseren bis zum letzten Tag unseres Lebens ein Leben in Qualität leben. Bis zum letzten Atemzug in Qualität, in der Zoe-Qualität, in der ewigen Lebensqualität Gottes leben und dann nur noch die Augen schließen, einen letzten Atemzug nehmen und dann hört das Herz auf zu schlagen. Das ist Sterben in Herrlichkeit. So wie F.F. Bosworth, der 2 Stunden da war, jenseits des Jordans, versteht sich, und sagt, oh, du bist auch da. Er hatte die Augen zu und sein Körper war im Übergang, aber er pries und lobte den Herrn, sein Angesicht leuchtete, seine Hände ausgesprochen und sagte 2 Stunden lang, was, ich treffe dich auch an? Wunderbar. Oh, so schön. Herrlich, dich zu sehen. Das ist Sterben in Herrlichkeit. Amen. Nicht abzutreten von dieser Welt in Unwürde und in all diesen Dingen. Siehst du, ich meine, bis zu einem gewissen Grad, ich weiß, das ist ein Politikum, aber bis zu einem gewissen Grad versteht man auch Menschen, die müde sind, ihrer Schmerzen. Dass sie gehen wollen.
dass sie den Freitod wählen. Denn wenn du jahrelang zermürbt wirst an Schmerzen und an Leid und von Krankheiten aufgefressen wirst, musst du Menschen verstehen, die nicht mehr kämpfen wollen und dann gehen wollen und so dieses Politikum in Gang gebracht haben, dass wir jetzt das Thema, was in aller Munde ist. Das war nie Gottes Plan. Er hat etwas Besseres für uns bereit. Und das gilt für jeden Menschen. Dieses bessere Sterben. Es gibt ein besseres Sterben. Es gibt ein Sterben in Herrlichkeit. Halleluja. Aber Sterben in Herrlichkeit kann man erst, wenn man wirklich lebt. Kannst du das sehen? Siehst du, Menschen, die nicht leben, verenden. Aber Menschen, die leben, sterben in Herrlichkeit und es ist nur noch ein Übergang. Was liegt dazwischen, zwischen Leben und Tod? Ein Herzschlag. Aber dazu muss man leben. Darum heißt es im Psalm 105, Vers 1, dankt dem Herrn, das geht ins Praise Life hinein, stimmt's? Ruft seinen Namen an, macht unter den Völkern seine Taten bekannt, singt ihm, Lob singt ihm, redet, bekennt von allen seinen Wundern, rühmt, prahlt, stimmt's? Seines heiligen Namens, es freut sich das Herz derer, die den Herrn suchen. Praise Life ist den Herrn suchen. Vers 4, fragt nach dem Herrn und nach seiner Macht, sucht sein Angesicht, wann? Alle Zeit. Wann sollen wir preisen und loben? Alle Zeit. Suche den Herrn, das ist Praise Life. Warum sollen wir es tun? Weil wir ihn damit finden und leben. 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 Gott hat sein Leben uns zur Verfügung gestellt. Aber es muss einen Kanal geben, wie Leben durch uns und in uns hineinfließen kann. Und so das Leben Gottes wirksam wird. Es gibt so viele Leute, die haben Gottes Leben im vollsten Maß in sich. Es liegt brach. Es liegt unangetastet. Es liegt da inaktiv. Praise Life erquickt. Oh, Glory. Ja, aber weißt du, das sind wir uns nicht gewohnt, weil unsere Tradition uns etwas anderes gelernt hat. Oder wir sind nicht so geprägt, und weil wir Schweizer sind und all die. Nun, wir sollten aufhören mit all den Entschuldigungen und beginnen das zu tun, was er tun möchte durch unser Leben. Singt ihm, Lob singt ihm. Offensichtlich gehört das Singen voll und ganz mit dazu. Und in interessanter Weise ist es so, dass der Preiser singt Gott ein neues Lied. Und das bedeutet nicht eben, dass wir einfach ein Liederbuch zur Hand nehmen. Der Preiser, der Praise Life lebt, kann dem Herrn singen, das, was er redet. Siehst du, hinübergehen von Reden und Bekennen zum Singen gibt einen enormen Schub in unserem Leben. Es ist eine Bereicherung an Qualität und es gibt einen Unterschied zwischen Reden und Singen. Man kann etwas viel mehr wiederholen, wenn man es singt, als wenn man es redet. Siehst du, nach vielleicht 4-5 Mal Praise the Lord, Praise the Lord, Praise the Lord gesagt, das mag genügen, nach 4-5 Mal. Aber beginnt das mal zu singen. Singen kann man viel länger. Singen hat man den längeren Schnauf, geistlich gesehen. Zu loben durch Gesang ist eine Bereicherung. Und wir alle, sagt uns die Bibel, wir alle können dem Herrn ein neues Lied singen. Nicht alle sollten eine Schallplatte produzieren, aber alle können singen.
Singt dem Herrn liegt nicht daran, dass du sagst, aber ich kann nicht singen. Doch, du kannst singen. Vielleicht nicht so, dass du hier vorne stehen kannst oder dass man dich aufnimmt. Aber jeder kann singen. Und jeder kann zu Hause singen. Jeder kann in seinem Kämmerlein singen. Ob du singen kannst oder nicht, jeder kann es. Jeder kann es. Und das ist der Punkt. Wenn wir in unser Herz hinuntergreifen, den Preis in die Hand nehmen und es heraussingen, gibt es eine neue Qualität für unser Praise Life. Beginne mehr und mehr, anstatt Dinge einfach zu bekennen und zu rufen, beginn sie singend zu bekennen. Beginn sie singend zu rufen. Und am Anfang wirst du genügend Zeit brauchen, wo du froh bist, wenn du das allein tun kannst. Stimmt? Du kannst freimütiger und kühner singen, wenn niemand zuhört. Vor allem, wenn du weißt, du erwischst nicht alle Töne. Oder wenn du weißt, ich kenne die Tonleiter nicht mehr. Ja, dann verstehe ich das, dass man nicht vor 50 Leuten singen sollte. Aber zu Hause kannst du es. Zu Hause kannst du es. Es ist einfach ein neuer Level, wer vom Reden zum Singen geht. Es ist ein neuer Level. Und es ist auch viel einfacher, länger zu preisen mit Singen als mit Worten. Im Nu ist eine halbe Stunde Praise Life durch, wenn du es singst. Im Nu. Aber es kann unter Umständen nicht ganz einfach sein, eine halbe Stunde lang etwas zu reden oder zu sprechen und auszusagen. Darum sagt er, singt ihm, Lob singt ihm. Das, was wir bei Amos gelesen haben, geht eigentlich mit hinein in die Klagelieder. Denn es heißt dort am Anfang, das ist ein Klagelied. Sucht den Herrn, so werdet ihr leben. Das ist ein Lied. Ein Lied. Und so ist es ein neuer Level, den du angehen kannst im Singen. Und ich sage dir, du musst es austesten. Du musst es probieren. Und der Herr wird diesen Schritt ehren, wenn du es testest. Wenn du ihm glaubst und vertraust. Am Anfang in deinem eigenen Kämmerlein. Oder einfach in dein Kämmerlein gehst, beginnst zu singen. Victory is mine, victory is mine, victory today is mine. According to the word, I have what I say. Victory today is mine, victory is mine, victory is mine. Victory today is mine. According to the word, I have what I say. Victory today is mine. Ist das nicht wunderbar? Wenn wir einen Chorus anstimmen? Ich bin nicht der beste Sänger, habe noch nie Singstunden genommen, außer einem Schnellshop von einem halben Tag. Und es ist auch nicht meine Aufgabe, Lobpreiser zu sein, aber ich kann zu Hause das singen. Ich kann im Auto das singen. Amen. Ich kann das mit Hilfe des Lobpreises kann ich es singen. Und genauso können wir singen. Genauso kannst du zu Hause es tun. Oh, Glory.
Halleluja. Und wenn man einmal angefangen hat, siehst du, Victory is mine. Ich könnte das den ganzen Tag singen. Victory is mine. Victory today is mine. According to the word, I have what I say. Victory today is mine. Den ganzen Tag. Du weißt, was das bedeutet. Der Sieg ist mein. Victory is mine. Der Sieg des Herrn ist mein. Amen. Amen. Den ganzen Tag. Victory is mine. Victory is mine. Und es tut gut. Und weißt du was? Am Schluss habe ich den Sieg. Geh mit mir zum Hebräer 13. Victory is mine. Victory is mine. Victory today is mine. According to the word, I have what I say. Victory today is mine. Glory, glory, glory. Hebräer 13. Es hat mich Monate gekostet, das zu überwinden, vor Leuten zu singen. Auch wenn ich nicht ganz besonders geschult bin in diesen Dingen. Aber es kostet Überwindung, vor Menschen zu singen. Aber das war eine gute Glaubensherausforderung. Amen? Ich mag neue Glaubensherausforderungen. Das Haus haben wir, Kinder haben wir. Jetzt, let's sing! Vor den Leuten. Sonst wird es zu bequem. Und das Leben wird langweilig. Probleme sind da, um sie zu überwinden. Amen. Hebräer 13. Vers 14 und 15. Denn wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir. Was haben wir gelesen? Suchet mich, so werdet ihr leben. Praise Life ist eine Stadt, in der man sich vertun kann. Praise Life ist wie eine City, wo man alle möglichen Dinge tun kann. Sondern wir suchen sie, die zukünftige. Deswegen, Vers 15, lasst uns nun Gott beständig ein Opfer des Lobes darbringen. Das ist die Frucht der Lippen, die seinen Namen bekennen. Darum, was ist unser Auftrag, wenn wir ihn suchen wollen? Dieses Praise Life Opfer zu präsentieren und ihm zu bringen. Denn siehst du, dieses Opfer ist in seinen Augen und in seiner Nase ein Wohlgeruch. Mehrmals in der Bibel heißt es, dass der Wohlgeruch Gottes die Opfer und die Anbetungen der Heiligen aufsteigen vor ihm und ihm zu einem Wohlgeruch dienen, ihm zu einem Wohlgeruch sind. Das ist das Praise Life seines Volkes. Das ist das Anbetungsleben seines Volkes. Und darum möchte er das. Wenn wir ihn suchen, wenn wir diese neue Stadt suchen, dann müssen wir Praise Life anwenden. Und den Herrn zu finden dadurch, dass wir leben können. Ich sag dir, sing einfach mal genug, Victory is mine. Wenn du das Gefühl hast, du seist ein großer Verlierer und hättest den schwarzen Peter gezogen in deinem Leben. Ich bekomme permanent E-Mails von Leuten, ich versuche ihnen zu helfen, aus dem ganzen deutschsprachigen Raum, die unsere Predigten hören, aber im E-Mail schreiben sie, welchen schwarzen Peter sie in ihrem Leben gezogen haben und wie ungerecht das Ganze ist und wie ihr Leben an diesem Punkt ist, wo sie einfach ständig unten durch müssen. Nun, ich gebe Antwort, ich versuche zurückzuschreiben,
Ein paar Zeilen, kann mich nicht darauf einlassen in große Diskussionen, die Zeit fehlt mir dazu, aber ich gebe Antwort. Und, aber es ist so interessant eben auch zu sehen, dass dieses Denken, du hättest die falsche Karte im Leben empfangen, hindert diese Menschen. Eben, darum sagte ich, meine, sing Victory is mine mal tausendmal über den Tag verteilt. Ich denke nicht, dass der schwarze Peter dann noch vordergründig in deinem Denken ist. Das ist mein schwarzer Peter, ich bin der schwarze Peter, schon immer gewesen. Der schwarze Peter ist hier. Hier ist der schwarze. Weißt du, was der schwarze Peter ist? Diese schwarze Katze auf der Karte, die man im Kartenspiel sieht. Schwarz Peter. Oh nein. Der ist hier. Hier sitzt der Kater. Der Schwarze. Der macht Mäh. Du bist's. Und solange er hier sitzt und wir das denken, sterben wir. Jeden Tag ein wenig mehr. Aber wenn wir jetzt singen, wenn wir jetzt beginnen zu singen, nicht der schwarze Peter ist mein, sondern so blessed, I can contain it, so much I've got to give it away. Wenn wir das beginnen zu singen, so gesegnet, ich kann es kaum fassen, so viel, ich gebe es weiter her. Wenn wir das beginnen, in Prayer, oh, kannst du, ich spüre es gerade jetzt, wie Leben entsteht in dieser Versammlung. Amen. Oh, Glory. Stell dir vor, Victory und Blessed. Gesegnet und am Siegen. Das singst du und du singst es und wenn du daran denkst und die Möglichkeit hast, this is your song. Das ist dein, Gott sucht den Superstar. Sagst ja, das bin ich. Und dann gehst du hin zum Superstar-Meeting und singst, was du singen kannst. Weißt du was? Gott sagt nie, leider nein. Sondern er sagt immer, das ist er, mein Superstar. Amen. Erwin empfängt alles. Alles Gute. Das mag ich. Das ist gut. Da ist er. E.W. Kenyon redet von Supermenschen. Viele haben das falsch verstanden. Viele verstehen das nicht. In seinen übersetzten Büchern, auch in Deutsch, kommt das manchmal raus. Im Englischen redet er von Supermännern und Superfrauen Gottes. Denn er sagt, und das ist wahr, es ist wahr. Obwohl es viele Menschen nicht verstehen, aber es ist wahr. Wenn wir eine neue Schöpfung sind, sind wir Gottes Supermenschen. Weil wir ewiges Leben in uns haben. Und wenn wir jetzt den Herrn noch ein wenig suchen, ist dieses Leben so am Aufsprudeln in uns, dass uns das jedes Hindernis überwinden lässt. Das sind Gottes Supermenschen. Heute Morgen sitzen Supermenschen. Superman und Superwoman in diesem Gottesdienst. Du hast mehr als nur natürliches Leben in dir. Du hast Gottes ewiges, übernatürliches Leben in dir. Du bist Teilhaber der Natur Gottes geworden, gemäß 2. Petrus 1, Vers 4. Teilhaber seiner Natur, Superman und Superwoman.
Amen. Denn früher hatten wir nicht die Natur vom Superhelden, so überhaupt, Jesus Christus. Früher hatten wir die Natur, gemäß Epheser 2, des Zorns in uns. Darum sagt Johannes, es gibt nur zwei geistliche Familien in dieser Welt. Die Familie Gottes und die Familie des Teufels. Und in dem Moment, wo man hinübergeboren wird, in die Familie Gottes hinein, wird man zum vom ewigen Verlierer zu Superman. So, in dem Moment wird man von Clark zu Superman. In dem Moment wird jeder weibliche und männliche Clark wird zum S. Superman. Oh ja? Oh ja? Du sagst, ja, aber ich kann nicht fliegen. Die Bibel sagt, mit meinem Gott springe ich über die Mauer. Amen. Wir müssen nicht Bäume ausreißen und Berge verschieben mit unseren Händen. Wir müssen Berge verschieben mit unserem Glauben. Amen. Und dazu braucht es Superman. Amen. Denn vorher könntest du das nicht. Als Clark kannst du nicht. Kannst du nicht verschieben den Berg in deinem Leben. Es braucht eine neue Natur, eine neue Schöpfung in uns, welches uns die Autorität und Vollmacht gibt, zum Berg zu sprechen, hebe dich empor und wirf dich ins Meer. Das ist, was der fliegende Superman macht. So, im Film. Das ist, was wir machen, im Geist. Amen. Das ist, was wir machen. Und manchmal helfen uns diese Comic-Relationen, um wirklich auch ein wenig ein besseres Bild zu bekommen, was wirklich im geistlichen Bereich los ist. Ich weiß, es ist ein Comic. Und ich weiß, es ist Fiktion. Aber von irgendwem kommt ja die Fantasie. Mein Berge zu versetzen. Oh, Halleluja. Stell dir vor. Und wir tun es beständig durch das Opfer, was wir darbringen. Das ist die Frucht der Lippen. Das ist die Frucht des Mundes. Praise Life hört man. Praise Life ist nicht still. Praise Life ist hörbar und sichtbar. Siehst du, die Frucht der Lippen, du musst dich auch immer fragen, warum hat mir Gott eine Zunge gegeben? Um zu essen? Um zu trinken? Oder habe ich eine Zunge erhalten, um zu schmecken? Nun, wir sind dankbar, dass wir all das können. Aber warum hast du eine Zunge? Um zu preisen. Essen, schmecken, trinken, all diese Dinge, die wir sonst noch tun können mit der Zunge, das ist alles dem untergeordnet, was die wahre Frucht der Lippen bewirken kann. Das ist das Lob, ihm darzubringen. Halleluja. Darum, mit dem schließen wir ab. Warum sollen wir den Herrn preisen? Weil wir dadurch leben. Halleluja. Und weil er würdig ist. Leben, leben, leben. Und weil du eine Zunge bekommen hast, Lippen da sind, die mehr dazu da sind und mehr dazu dienen, als einfach nur essen und trinken. Gottes Reich, sagt uns die Bibel, Römer 14, ist nicht essen und trinken, sondern Freude, Friede und Gerechtigkeit im Heiligen Geist. Halleluja. Amen. Lasst uns aufstehen. Victory is mine, victory is mine, victory today is mine.
According to his word, I have what I say. Victory today is mine. Victory is mine. Victory is mine. Victory today is mine. According to his word, I have what I say. Victory today is mine. Victory is mine. Victory is mine. Victory today is mine. Kann ich diesen Song begleiten? Diese Woche. Lass dies den Startsong sein für dein Lobsing Praise Life. Amen. Und sei offen, dass der Herr dadurch mehr und mehr entwickeln kann. Diese paar Zeilen, das ist nur der Anfang. Amen. Und er kann mehr dadurch entwickeln. Er kann dir neue Worte geben. Er kann dir mehr dazu hinzufügen. Er kann dir die zweite, dritte und vierte Strophe und Zeile dazugeben. Name? Ha! Er kann Victory is Mine nehmen und einen neuen Song daraus bringen, hervorbringen. Amen. Neu arrangiert, neu gesungen, neu untermalt mit Musik, welches den ganzen Erdball, wie die Erweckung in Florida, einnehmen kann. Amen. Halleluja. Das ist, wenn wir ihn suchen, werden wir ihn finden. Amen. Darum ist Victory mein und Victory dein. Victory mein und Victory dein. Let's sing again. Victory is mine. Victory is mine. Victory today is mine. According to his word, I have what I say. Victory today is mine. Victory is mine, victory is mine, victory today is mine. According to his word, I have what I say, victory today.